Ja, also in sieht man hier bei der Cutlass Best in Show Variante, dass die innen sogar auch ein Spritzerchen rosa bekommen hat in dem Schiff. Hier drüben, also tja, die Cutlass Black hat das eigentlich nicht. Die sieht ja schön grau aus. Hier sieht man allerdings ja so ein bisschen abgeblättertes Rosa. Toiletten Also und ich. Waffenständer und so weiter ist hier natürlich alles gleich wie in der Cutlass Black. Ne? Die ist ja 1 zu 1 auch von der Bewaffnung wie die Cutlass Black. Allerdings, das hier hinten scheint gerade ein Fehler zu sein, dass die Rampe weiß ist. Ist etwas merkwürdig. Wird wahrscheinlich Guck auch mal, eher ein du Biber. Texturfehler sein. Vielleicht ist sie auch rosa, Leute. Wir wissen es nicht. Ja. So. Können wir hier mal rauslaufen und sehen dann. Was hältst du von 6 Tickets für das Giveaway? Eins wie immer kostenlos und dann Ja, kannst du es rausholen. Ist ja so in der 15 Dreh. wert, theoretisch. Da müssten es normalerweise sogar mehr Tickets sein. So. Ja, der hat $5 gekostet. Eins mehr, als du normal immer bei $5 machst. Das ist okay, ja. Henry! Ja, hier sieht man das ja echt schön. Also, so ein Also bisschen rosa ist die halt hier draußen ich finde schon. die Show-Variante geil. Ja, doch, von der Farbe her auf jeden Und Fall. vorne hat sie halt noch so einen kleinen Aufkleber. Ich weiß gar nicht, steht es auch irgendwo drauf? Best in Show? Bei der Cutlass? Die hat nur das Zeichen von der Veranstaltung, zu ne? 2949 Citizen Con. Bewaffnung ist hier dasselbe mit den Gatlings und den Repeatern, Laser-Repeatern drauf. Auf der anderen Seite hat man das Zeichen auch nochmal. Aber draufstehen tut es jetzt nicht. Best in Show. Hast du den Zuschauern schon erzählt, dass wir einen Cutlass-Vergleich mit Red, Black und Blue gemacht haben in-game und alles erklärt haben? Finden Sie bei dir auf dem YouTube-Kanal. Genau, den würdet ihr unten verlinkt finden in den Panels. Und da hatten wir ja noch ein paar mehr Schiffe aufgebaut als jetzt die zwei Cutlass, nämlich die Black, die Red und die Blue. Uns hat allerdings die Best-in-Show-Variante gefehlt. Hier gibt es noch ein paar andere Skins in-game, zum Beispiel auch die Skins der NPCs, die Edward Cassie-Skins zum Beispiel, die sind verdammt geil. Die sind schwarz und gold. Hier ist allerdings das, was man mal erwerben konnte, letztes Jahr. Ja, und die Ich Cutlass könnt ihr dann eben gewinnen. habe mir vor 2 Tagen mal das Drake Looten Scoot Es Paket gibt mit sogar Store Leute, die Credits behaupten, von geholt. Außerirdischen Wollte entführt worden testen, zu ob die sein. Cutlass Black den Totenkopf-Skin hat. Aber jetzt, wo die Paints drin sind, das war leider nicht auswählbar für die Cutlass Ja, mit dem schade. Totenkopf-Skin. Ja, also viel zu sehen gibt es jetzt hier nicht an Unterschieden. Von der Aufbau, Innenaufbau und so weiter sind sie natürlich genau dasselbe. Altbekannt und bewährt vor allem. Aber vielleicht, ja, eine nette Sache für eine Freundin oder jemand, der hier eben auf rosa-violett steht. Der hat dann eben die Möglichkeit, sich mal ein bisschen eine andere Cutlass zu erstehen. Ups, etwas schnell geschwenkt. Entschuldigung. Ja. Finde ich schon cool. Wollte ich noch nutzen, dass ich euch die zeige, bevor ich die hier verlose. Der hat 10 Jahre Versicherung, oder? Ja, 10 Jahre Versicherung. LTI gab es, glaube ich, keine, soweit ich weiß, oder? Ich glaube, gab es nicht die Pisces Warbound mit LTI? Die Pisces, aber ich meine jetzt eine Cutlass Best in Show. Gab es da eine mit Nein, nein, LTI? nein, 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 die. Das war ja. Die konntest ja gegen Store Credits auch holen, also nur 10 Jahre. Genau. Ja, aber die 10 Jahre sind schon ausreichend, denke ich. Also sind auf alle Fälle ordentlich. Und eine nette Sache, wo man vielleicht auch noch ein Upgrade drauf werfen kann. Könnte man zumindest. Und dem Finner, dem muss ich erstmal danken für sein Twitch Prime-Abo. Und schreibt noch dazu: Diese Cutlass ist hässlich. Wieso? Ist nicht jede Cutlass hässlich, aber dafür auch sehr nutzbar. Nein, hässlich und schön ist natürlich immer Geschmackssache. Müsst ihr selber entscheiden, was ihr jetzt schöner findet, ob die Cutlass Black oder die Best-in-Show-Variante. Auf jeden Fall habt ihr mit der Best-in-Show eine Cutlass, die seltener gesehen wird im Börse.